Kommt rein, wenn es funktioniert. Ja, es klappt endlich. So, dann kann ich jetzt hier auch erstmal den Screen rüber wechseln. Damit wir besser kommentieren können. Ja, nice. Leute, ich wollte jetzt, bevor es jetzt jemand ready drückt, also ich wollte jetzt keinen Connection-Test machen. Das ist ja das Ganze, das ist das Lustige an der Sache. Es soll eigentlich ziemlich schnell alles von der Bühne laufen. Deswegen würde ich bitten, jetzt erstmal noch nicht fertig zu machen, sondern kurz zu warten. So, jetzt haben wir es. Das kann man wegmachen. So, alles klar. Wenn ihr soweit seid, könnt ihr loslegen. Ja, cool. Dann geht's ja endlich los. Genau, ich habe die, weil jetzt so viele Leute sich gemeldet haben, ich habe eigentlich mit mehr Ansturm gerechnet, muss ich ehrlich sagen. Machen wir jetzt ein ganz normales Turnier, Best of 3 Matches, Best of 3 Rounds. Und ja, los geht's, würde ich sagen. Ja, wir wissen, der Struck, Struck, Thomas, die natürlich kennen, Regen, Ecken, ich weiß nicht, wie es nennen soll, ich sage jetzt einfach mal gegen jetzt. Der spielt natürlich mit uns. So, zwei Dive-Karten, ich habe das Matchup ehrlich gesagt noch nicht so oft gesehen, außer Justin Wong gegen vielleicht Chai Rithi oder so, jetzt beim Canada Cup am Wochenende, aber naja. Game Sound leiser, ja, Momento. Kann ich. Kommentar lauter geht leider nicht. Wir müssen Männer noch näher ans Mic drücken. So, los geht's. Oh, da drückt das mal einfach mal auf Block. Ja, scheint aber von der Connection her ganz gut zu laufen. Also, ich sehe keinen Film, Ruckeln, sonst was. Naja, das Setup, das kann man nicht blocken. Das muss man reversen. Oh. Also, Matchup-mäßig wollte das halt mit Cammy in der Tasche haben. Also, ich wusste nicht, was Rufus für Option hätte bei diesen ganzen Live-Spam. Ganz genau. Und so. Er hat einfach keine wirklichen Attack-Ass dafür. Und das ist richtig. Also sehe ich genauso. Ich spiele beide Charaktere zwar nicht, aber so wie wir das jetzt bis jetzt mitbekommen haben, ist das schon. Aber wir können uns auch täuschen, ne? Spielen ja immer noch zwei Leute gegeneinander. Genau. Das Ding ist natürlich auch. Oh, schöner Jumping. Das Ding ist natürlich auch, dass Cammy wahrscheinlich gegen Urus auch noch charakterspezifische Kombos und Hitdrop-Kombos machen muss. Unblockable, es gibt wahrscheinlich auch noch ganz bestimmte. Also, es kommt eigentlich nur darauf an, wie jetzt Gegner darauf reagiert, weil er erstmal auch dann und wie gut dann Thomas jetzt Pressure aufbauen kann. Ja, doch, Thomas hat schon ganz gute Pressure, muss ich echt sagen. Der ist ja immer so full Rushdown, ne? Also, er klebt wie so eine Fliege, sag ich immer. Aber ja, die normalen Jumpings muss man auch versuchen, die Jumpings zu erteilen. Ja, ja, so auf jeden Fall auch das Meter-Management mit dem Schuh achten. Der hat normalen Jump jetzt mit dem deutschen Medium-Punch mal. Das war ein schlechter Reversal. Ja, das, dieses Setup ist halt mit dem Hooligan Throw, das muss man reversen, da kommt man sonst nicht raus. Eine recht solide Leistung von Thomas. Da kam gegen auch. Der ist wahrscheinlich ein bisschen überrumpelt gewesen. Gerade. Sollte jetzt ein bisschen zusehen, dass er sich darauf mal einstellt. Ja, Mantöchen, wir können es leider nicht lauter machen, weil ich habe nur so ein externes Mikrofon an meiner Webcam. Ich habe keine einzelnen Mikros und deswegen müssen wir uns eigentlich ziemlich nah an die Webcam ranstellen, um hier zusammen zu reden. Ich klappt das nicht besser. Ich wünschte, ich könnte es irgendwie lauter machen, aber es klappt leider nicht. So, mal gucken. Vielleicht gegen, ja, also, der müsste vielleicht. Oh, was ist jetzt passiert? Du hast noch nicht gewonnen, Thomas, also... Nein, best of... Ja, best of three, best of three. Thomas hat bestimmt gedacht... Wir haben es vorhin noch gesagt, Mann. Thomas, also wenn das wirklich nur so ein Match wäre, dann hätte ich auch den Turniermodus von AE selber nehmen können. Aber habe ich ja dann jetzt doch rausgenommen, weil... ja, weil zu wenig Leute einfach sind. Komm mal wieder, du. Echt, ey, Lauch, was soll das denn? Rage Quit. Ja, du musst mal ein bisschen deine Stärke beweisen hier. Ehrlich. So ein Match.
Ich warte jetzt einfach mal. Er hört ja wahrscheinlich. Ach, er ist geflogen. Ah, okay. Okay, das ist natürlich was anderes. Dann nehmen wir natürlich alles zurück, nicht. Wieso fliegt er denn am Ende des Matches auf seine Seite? Schick mal. Das ist ja. Also ein Punkt. Also das war ja eine. Das war ja. Ist ja nicht im Spiel abgestürzt oder so, deswegen. Denke ich auch, das passt alles. Ein Punkt. Achso, dann, also, ja, Thomas sagt gerade, dass Xbox Live weg war, dann war das aber jetzt mal nicht von uns, weil bei uns läuft das jetzt. Ja. You need to fix your settings, son. Weiter geht's. Dagegen ist jetzt natürlich ein Flugzeug. Ja, also ich war eben schon da, also er hat zwar. Was ist da los? Ah, Thomas, du Lauch, ey. Na, jedenfalls hat seine Confirms eben nicht getroffen. Er hat zwar Dives getroffen, aber hat dann mit Crouching Low Kick angefangen. Ich meine, er kann da zwar Confirm mit EX Tornado, aber hat er auch nicht hinbekommen. Deswegen muss er mal ein bisschen was umändern. Gegen jetzt bitte einmal kurz raten, weil das war wahrscheinlich nicht gewollt. Ja, was du nicht sagst, Thomas. Was du nicht sagst. Ja, klar, aber kennen wir ja alle. Dafür kriegt er natürlich ein Kappa-Face. Ja, learn to pick. Ja, gegen soll ihn rappen. Er soll ihn geben. Ja, genau. Schnell wieder bringen wir über die Bühne. Bitte immer Quickstamp. Genau, und am besten dann nicht confirms. Ja, trotzdem nicht getroffen. Ja, trotzdem nicht getroffen. Souverän geholt. Ich könnte eigentlich was einblenden. Aber nee, das passt ja leider nicht. Nee, das passt sowieso noch. Muss erstmal jemand gewinnen. Ich habe letzten Match online gesehen auf YouTube, auf dem Channel von Yoga Flame. Der hat Alio gegen Gagapa gespielt und da hat Alio mit Dan gespielt und Gagapa mit Hakan. Und da konnte man sehen, dass Gagapa mit Hakan, das soll jetzt nicht wirklich was heißen, aber der hat ca. 8800 BP mit Hakan. Und ich gehe schon ein bisschen gespielt. Also. Ja, also ich will nicht sagen, dass es wirklich sein Serious Second Character ist, aber der hat schon was drauf gehabt, auf jeden Fall. Ich sag mal, da kam schon der Alion teilweise ins Schwitzen. Fand ich schon gar nicht mal so uninteressant. Ja, so. Gute Hakan-Spieler sieht man selten, was eigentlich schade ist. Ich meine, klar, ist nicht so der einfachste Charakter, ne, aber die Leute müssen sich einfach mal trauen, auch mal ein bisschen paar schwächere, ich sag mal in Anführungszeichen, schwächere Charaktere zu spielen. Also die meisten trauen sich einfach nicht. So. Alright. Haben wir auch mal. Ja, das. Okay. Ich wollte gerade sagen. It's the battle of the century! Fight! Mir ist auch aufgefallen, dass Thomas auf jeden Fall ganz, ganz oft in meinem Crouching Medium Punch wahrscheinlich buffert. Standing Medium Punch macht er meistens. Also hier in diesem Wörter, also in der letzten 100 er Runde sehr, sehr oft. Crouching Hard Punch, ja. Ich würde es aber an seiner Stelle eher aus einer Entfernung machen, die ein bisschen näher dran ist am Gegner, weil er steht echt weit vom Gegner entfernt. Also da, ich meine, auch wenn er zum Beispiel den Crouching Hard Punch counter proben will, denke ich immer, dass es zu weit ist. Gegner muss auf jeden Fall seine Confirms treffen, auch wenn er Meta verbraucht. Er muss auf jeden Fall auch Damage machen. Also er holt zwar ein bisschen ein paar Pokes und so, ne? Aber ich finde, wenn er mal ein paar Confirms treffen würde, dann das würde seinem Gameplay gut tun. Das war kein Safe Jump auf jeden Fall. Und er muss definitiv auch viel mehr. Er muss auch viel mehr Throwing Drops machen, weil wofür ist er Dive Charakter? Ja. Na gut, vielleicht hat ihn das abgesteckt, weil Thomas das erste Match ziemlich oft gebeat hat. Aber das war jetzt erstmal schon mal zwar auf den Meter verbaut, aber jetzt hat er erstmal wieder ein bisschen Game aufbauen. Genau. Wenn er ein Match in der Runde geholt hat, immer nicht.
war es auf jeden Fall wert, seinen Mieter zu verkaufen. Ja, denke ich auch, würde ich auch sagen. Jetzt sind sie so gut wie eben sowieso, von daher. Hast du eigentlich mit mir eine Pause gemacht? Ja, ich glaube, ich muss. Aber das war kein Safe, Ja, da kommt er. Ja, da ist der Crouch-Tag. Crouch-Tag ist natürlich. Ja, genau. Berg ist auch ein Walkback. Nicht sehr talentiert. Ziemlich eindeutig, aber sieht man natürlich immer wieder natürlich die Setup-Stärke von Cammy und von Thomas natürlich. Ja. Und außerdem kommt das Ruf so nicht entgegen, dass er weniger Stun hat als andere Charaktere. Vor allem gegen einen Charakter wie Cammy. Ja. Was kann. Rufus kann eigentlich keinen Dive-Kick-Tag machen, vielen, ne? Aber ja, Crunch Medium Punch hat er vielleicht, aber also, optimal. Das ist ja auch. Ja, also. Er hat. Ja, also. Oh, schön, das Weg. Er hat nicht wirklich. Er hat nicht wirklich so einen Crunch-Tag-Button. Ja, mit der irgendwas vernünftig blocken. Oh, schöner Jump-Button. Oh, schade, schade, schade. Also, oh, jetzt Punish. Ah. Ja, so wie es ist auch nicht schlecht. Jetzt die Confirm-Treffen? Ach man. Ja, genau. Ich glaube, das ist jetzt im Flow. Richtig schön. Er hätte den mit dem Confirm schon holen können, aber hat es noch gerettet, würde ich sagen. Doch, doch. Hat er gut gemacht. Schön gespielt. Das war gut. Ja, 1-1. Ja, das Ding ist, offensive Stärke von Thomas ist auf jeden Fall immer da, so, aber er hat immer auch seine Schwächen in der Defensive. Das sehe ich auch so. Und genau da muss er eigentlich dagegen, muss er eigentlich mal aufbauen. Also der muss das versuchen zu exploiten. Was mir auch vorhin aufgefallen ist, ist, gegen geht immer zum Gegner rein mit diesem Downforward und Medium Kick. Ja, also diese das Rolle. Kann man ganz gut fokussen. Genau, diese Rolle, die, die Rufus hat. Der Low-Hit-Dings, diese Command-Marble da. Ja, ja, genau. Ja. Deswegen ist das ist schon predictable, ist auf jeden Fall predictable so. Also, ich gehe auch mal davon aus, dass Thomas jetzt auch ein bisschen mehr Fokus benutzen wird, weil das hat er vorhin nicht gemacht. Wenn er uns jetzt so hört, was er wahrscheinlich tut. Ja, von ich auch ausgehe, also Thomas, wenn du es hörst. Ne, aber dafür ist halt Thomas, dadurch, dass seine Offensive sehr stark ist, aber seine Defensive jetzt nicht gerade die beste ist, also ich will jetzt nicht ihn angreifen oder so, deswegen konzentriert er seinen Gameplan mehr aufs Angreifen. Ja. Er will so wenig wie möglich selber angegriffen werden. Ja, das musst du vor allem mit Kimi auch machen. Also ja, sehe ich auch so. Bei dem offensiven Potenzial, was der Charakter hat, da muss es auch spielen. Und, Oh, schöne Pokes hier. Ja, gut. Jetzt Punish. Ah, was hat das? Ah, geht das nicht? Ich kann das gar nicht. Dort, das müsste auf jeden Fall gehen, aber von beiden auf jeden Fall. Ja, Drop Inputs, würde ich sagen, oder Mist. Ja, links. Ja. Oh, schön. Ja, Mist dann. Schön. Ja, hier, das fand ich jetzt aber auch mal gut von Thomas. Also, der läuft aus der Defensive, macht den Focus Backdash, läuft er aus dem, ich sag mal, aus der Pressure raus. Und springt direkt wieder mit EX, EX-Live wieder rein. Ah, Blow-Up. Ja. Ja, er hat zwar zwischendurch ganz gut geblockt gerade gegen, aber er versucht wahrscheinlich zu techen, nachdem er den Jumping geblockt hat, habe ich gerade gesehen. Er wurde low getroffen. Deswegen denke ich, versucht er irgendwas zu drücken oder zu techen. Also Rufus hat jetzt nicht gerade die schnellsten Normals. Oh, schön geblockt. Oh, kein Punish. Ja, holt auch noch was raus. Okay, kann man nicht mehr punchen, glaube ich. Nee, nicht viel. Ja, der war nicht safe gegangen. Ich guck jetzt schon wieder, das war genau das. Also ich denke, das wird sein. Das left right mit Sub. Gut getecht. Gut getecht? Also. Jetzt macht er jetzt gefährlich. Jetzt läuft er läuft jetzt weg, aber ich bin. Ja, guck, da war er. Da war der Downboard. Ich denke, er wird gleich irgendwie Focus auf Block und dann Cannon-Spike machen oder so. Und jetzt. Der war auch nicht wirklich safe. Oh, jetzt wollen wir schauen. Was macht er? Schade. Hat zwar noch ein Match geholt, aber hat wohl leider nicht gereicht. Ja. Trotzdem, schön gespielt. Ja. Ich bin vorbei. Also ich will jetzt nicht gegen angreifen, aber ich habe schlechtere Performance erwartet. Also er ist echt gut gespielt. Also hat mich überrascht. So Leute, jetzt schmeiß ich euch raus. Wartet bitte dann auf euren eure nächste Turn. Moment. So. Ich lade dann mal gleich den nächsten ein, aber erstmal aktualisiere ich das Bracket. So, Cammy, Struck. Zwei. Und
1. So, die nächsten sind Goldstone Guy gegen DMC Dante mit Boxer. Orkan hat vorhin gesagt, dass wir mal das Match von Orkan nach, also zum Schluss machen. Also ja, das Spiel ist nach dem Spiel, das Spiel bei dem Herz. Dann sollte er nämlich auch Zorn sein, weil der ist unterwegs. Naja, ich denke, das wird kein Problem sein. Also, wenn jetzt wirklich das nicht hinbekommen sollte von der Zeit oder so, auf die paar Minuten kommt es nicht rein, überspringen wir halt einmal, das ist ja kein Problem. So. Unsere beiden kommen jetzt auch. Ich ändere jetzt gerade den Namen ab. Gegen DMC Dante. Also ich sehe schon, die wollen direkt loslegen. Die sind ganz heiß. So. Zack. Und ja, wie es aussieht, legen die direkt los. Und das ist auch kein Problem. Ich soll ja schnell von der Bühne laufen. Genau. Ist das dagegen gespielt? Ist das jetzt die Ehe oder ist das? Ja, Single Elimination, das ist kein Double Elimination, das ist richtig. Und ja, gegen, du bist leider aus dem Turnier, aber deine Performance war trotzdem gut, nur leider hat es gegen Stuck nicht ganz gereicht. Trotzdem good games. Ja, das ist ja nur eine Pilot, ich sag mal in Anführungszeichen Pilot-Episode, aber du kannst ja gerne noch weiter mitmachen, das ist ja nur ein Test, um zu gucken, wie das so läuft. Und ja, also ich kenne beide, ich kenne Goldstone vom Namen her. Wir spielen ja leider nicht. Den Zidante kennen wir alle schon von den ganz alten Streams von. Was heißt alt? So alt sind die ja gar nicht. Von unserem Shin. Oh, ich jump in auf jeden Fall. Oh, sehr gerade. Ganz starker Live-Lead für Goldstone. Ja. Er müsste jetzt gar nicht mehr so extrem angreifen. Ich meine, was wir Boxer noch großartig machen. Also, diese Elbow-Drops, das ist sehr schön. Sehr schön. Okay, jetzt kommt Pressure, aber ja, ich denke mal, er wird gleich einen EX dazu reinlaufen. Na, mal gucken. Oder EX Rosanto. Wahrscheinlich kommt. Okay, draußen. Ja, solide erste Runde, würde ich sagen. Das am Anfang, das war fast aus wie perfekt, ne? Ja, anfangs auf jeden Fall. Und diese 2-3 Hits, die dann DMC da noch. Ja, dieser Jumping Medium, Down Medium, der ist echt. Ja. Ist, also vor allem, ich weiß nicht, was Bob dagegen machen kann, aber die wenigsten Charaktere können da was gegen machen. Ja. Shotos sind ganz gut da drin, aber. Du musst es halt auch erstmal sehen, ne? Ja, ja, so. Ich sag's ja immer, die Charaktere, die ihren Jump-Bug verändern können, haben einfach einen Vorteil in diesem Spiel. Das ist schon gut. Weil sie da einfach den normalen Interesse in der Form. Na, ob sie sich nicht verfehlt. Also ich sehe, ich denke, Dante versucht was zu drücken. Ja, deswegen wird er auch mal getroffen. Ja, ich denke auch. Aber er hat nicht wirklich Normals, die das schlagen würden. Er müsste vielleicht. Du hast Medium Punch. Du hast Medium Punch oder vielleicht auch jeden Hitbar zu machen, wenn er eh schon crouching ist. Thomas, der Normal ist gut. Ja, es ist einfach Fokus. Also, der kann ja, dann. Ja, guck, genau das meine ich. Fokus wird es nicht bringen. Also, denke ich nicht. Also, ich habe nie Glück mit Fokus dagegen. Crouch und Medium Kick, Tatsu, was weiß ich, mit den Shotos. Das klappt ganz gut. Aber starkes erstes Match. Das erste Match war recht solide gespielt. Also, ziemlich eindeutig, muss ich auch sagen. Ja, Thomas sagt auch, Wurf lassen ist das Beste, denke ich auch. Muss nicht switchen. Das ist wieder Goldstone ist noch. Ach ja, stimmt, ja. Ja, ich denke, Cammy kann das auch ganz gut countern mit Crouch Medium Kick. Also die Hitman, die Hurtbox sich von seinem eigenen Charakter, wenn man die verteilen kann und noch in den Special canceln kann, das ist schon sehr stark. Also das würde schon gut klappen, denke ich. Aber dafür kann Box halt, der hat einen ganz guten Backdash. Der könnte vielleicht versuchen zu backdashen. Also muss man halt gucken, wo man halt auf dem Bildschirm so steht, ne? Ja. Also das wäre vielleicht auch eine Option. Ja, das richtige Spacing ist auf jeden Fall wichtig. Wollen mal schauen, was jetzt DMC Dante dagegen versucht zu machen, weil er wurde davon ja jetzt schon oft getroffen in dem letzten Match. Ja, Thomas, du hast recht, wie mit Aedos Jagger Kicks, aber das Ding ist, Aedos Jagger Kicks haben auch Armor Break, also das kannst du nicht 100% vergleichen. Ne? Also man kann vielleicht einen Lucky Focus Counter Hit Level 1 nochmal vielleicht mal reinkriegen, das könnte schon mal vorkommen. Dante ist jetzt zu sehr in der Defensive auf jeden Fall, ja, genau das passiert dann. Mal sehen, was du Mixer hast. Ah, hat das Mixer? Ich bin ja nicht getroffen.
Also wieder sehr starke Live-Beat von Goldstone. Schön. Oh, der Cross hat jetzt richtig noch jedes Mal. Ne? Also, er hätte ihn einfach killen sollen, gerade mit der Dings. In der Ecke schon. Wie ist der nochmal zu Rosanto oder so noch älter. Das vielleicht. Jetzt ist natürlich ein Zupfer. Oh, schöne Art, die Erde. Sehr gut gemacht. Klärten hier auf, wer ist Goldstone? Also ich habe den, wie gesagt, schon vom Namen her und so in Xbox Live habe ich auch schon gesehen, aber war der schon mal auf dem Turnier bei uns? Ich glaube nicht, ne? Der sollte vielleicht mal auftauchen. Das sieht sehr gut aus, was er da fabriziert. Also bis jetzt. Ja, guck, das war schon mal. Oh, der Backlash hätte eine Option. Ja, also Dante denkt in die richtige Richtung. Ah, okay, aber wann hässlich war. Das hat der Interact von auf jeden Fall mit Deutschland verpasst. Oh, der am Blockable. Ja, Blockable. Also was mir bis jetzt aufgefallen ist, ist, dass Goldstone nicht wirklich Technik hat. Also die. Ja, er braucht es nicht im Moment irgendwie. Ja, die Slows, die mit dem sie Dante bis jetzt angesetzt hat, haben meistens alle getroffen. Ja, aber er holt ja dadurch jetzt den dicksten Schaden raus, würde ich jetzt mal sagen. Also, oh, das Setup. Na, versucht dann die Extanze zu baiten. Ah, Goldstone macht schon ganz richtig jetzt. Also, was braucht er jetzt noch? Also, er macht das schon ganz richtig so. Ja. Lucky. Der Hail Mary Headbutt. Ja, Goldstone 2-0, sehr souverän eigentlich. Ja, sehr eindeutig, muss ich auch sagen. Ja. Schön gespielt. Und Good Games. Good Games, das war schon das nächste Match. Jetzt. Wer ist jetzt dran? Bin ich jetzt schon dran? Ja, jetzt wärst du schon dran. Dann gehen wir erstmal das Ergebnis hier rein. Oh, die beiden sind auch schon raus, sehr gut gemacht. 2-0. So, also wir überspringen jetzt Orkan gegen Mantachin. Überspringen wir jetzt, weil Orkan noch nicht zu Hause ist. Also würde ich jetzt gegen Cray Breezy Evil Ryu spielen. Also ich bin jetzt auch ziemlich, wie sagt man, kurzfristig eingesprungen, weil der Unleashed abgesagt hat wegen privaten Problemen. Und da habe ich gesagt, ja gut, ist dann halt so, machen wir einfach weiter, als ja nichts passiert ist. Ja, dann würde ich sagen, Cray Breezy, ich lade dich sofort ins Spiel ein, also die Tables fertig. Hier die Tables, sage ich, nicht die Tische. Ich meine natürlich hier, wie heißt das? Zeug. Cray Breezy, habe ich es richtig geschrieben? Ja, ich glaube schon. 0. Safe. So. Ich habe jetzt einfach mal Monkey Tango oben reingeschrieben, aber das lasst euch davon nicht irritieren. Ich habe einfach die Gamer Tags genommen. Deswegen, wo haben wir denn überhaupt unseren Cray Breezy? Den habe ich gar nicht hier. Stimmt. Der weiß wahrscheinlich noch gar nicht, dass er spielen soll, muss. Hast du den nicht angeschrieben? Also ich habe im Thread geschrieben, dass alle bitte eine Nachricht schreiben sollen. Aber ich sehe von ihm noch keine. Aber seinen Gamertag können wir ja mal vielleicht irgendwie anschreiben oder so. Warte mal. Ist ja ein Game jedenfalls, das müsste doch so funktionieren. Adfriend. Ja gut, muss ich dann wohl adden. Ist dann halt so. Muss ich groß und klein schreiben? Nee. Warte, ich will mal gucken, ob ich den Gamertag mache. Ja, so, wie ich das geschrieben habe. Achso, ja. Muss groß klein schreiben und beachten. Nee, musst du nicht. Nein? Guck mal, jetzt muss ich erstmal mit dem Stick hier den Namen eingeben. Ups. Ich glaube, gegen ihn habe ich auch schon mal Xbox Live gespielt. Also, ich meine, ich habe schon mal gegen ihn gespielt. Also ich kenne ihn gar nicht. Nein? Ja, aber ich habe natürlich auch lange gespielt. So. Ich habe jetzt mal einfach an den Cray Breezy einen Fan-Invite geschickt. Wenn du das hörst, liest, siehst, bitte einmal annehmen, beziehungsweise jetzt kann ich auch auf sein Profil zugreifen. Ich schick dir mal den Invite. Ich sehe gerade Österreich, wusste ich ja gar nicht. Cool. Nein, ich spiele kein Seth, ich spiele Dudley. Seth. Orkan ist in 5 Minuten zu Hause, sagt er. Naja, kein Stress. Also wenn jetzt unser Cray Breezy kommt, dann spiel mal. Also ich sag mal so, ich glaube auch wenn das Match hier recht, ich sag mal, ein bisschen schneller vonstatten geht. Jetzt dann schnell 5 Minuten.
Ja, dann können wir auch eventuell, falls Orkan dann noch nicht da ist, dann Strupp gegen Goldstorch spielen lassen. Ja, ich wollte... ja gut, stimmt schon. Stimmt schon. Ja, aber in diesem Fall... Ja, was soll man machen? Wir können ja nicht rumsitzen. Ja, dann kann ich ja natürlich langsam mal... nee, das kann ich noch nicht. Das lasse ich noch. Das mache ich natürlich nach meinem Match. Je nachdem, ob ich gewinne oder verliere. Cray Breezy, wenn du das hörst, siehst, liest, was auch immer, dann bitte einmal annehmen. Bracket Link findest du. Ich pause einfach. Ah, okay. Nee, ist schon klar. Thomas ist High Speed. Matterchen war ein bisschen zu langsam. Aber Second Place. Aber weil es so schön wäre, manchmal Third Place. Third Place auch dabei. Ach ja. Ja, ein bisschen. Ja, nicht viel, nicht viel. Nicht viel, bisschen. Ja, genau. Thomas ist. Copy-Mason, ja, warte, ich ändere, glaube ich, den Namen, weil das mal geht, dass ich das bin. Das ja, ist jemand besser. Cray Breezy, wo bist du denn? Was? Tja, so. Cray Breezy. Ist der auf Bonda? Ich hab gar nicht geguckt. Der hat ja noch nicht angeguckt. Also, geh mal auf Friends. Weil, wenn er angenommen hat, dann würde ich es ja sehen. Aber, sag mal, ich. Aber ja, er ist sowieso auf Bonda. Ja, ich noch offline, ja, aber ich weiß nicht. Wie lange geben wir ihn? 5 Minuten? Also, ich würde sagen. Ich möchte das ja eigentlich, das ist ja ziemlich schnell, da die Bilder laufen. Also, ich möchte jetzt nicht für jeden Spieler so 15 Minuten oder sowas warten. Ich würde auch sagen, halt, wir warten bis 18.40 Uhr. Ja. Oder 19.40 Uhr in dem Fall, wenn er nicht da ist, dann ist sein Zug abgefahren. Ja. Habe ich also eine Wildcard. Aber ich hoffe nicht, ich möchte ja gerne spielen, dann schon. Außer es findet sich jetzt noch aus dem Stream jemand. Vielleicht möchte ja jemand aus dem Stream gegen ihn dann spielen. Jo, genau, das könnte man sich auch machen. Ist da vielleicht jemand dabei, der kurzfristig einspringen möchte? Dann immer her damit. Oder warte mal, hier, ich hab hier vielleicht den Luigi erspielt. Ja. Ja, also Thomas, ich weiß nicht, also wenn er schon bei Xbox Live nicht online ist, weiß ich nicht, ob er dann auch schon, ob er dann bei Hard Edge online ist, würde ich jetzt nicht so. Kannst du mal versuchen, ich wollte es jetzt eigentlich nicht versuchen. Ich will natürlich den Free Win haben. Was ist das denn hier? Ist das ein Virus? Virus. Warte mal, wie kann man denn hier? Das Virus, warte mal, das muss ich erstmal blockieren. Wie kann man das denn blockieren? Blockiere den ganzen Charakter. Nee, ich blockiere jetzt nicht. Den Thomas. Oh, Thomas, du kannst ihm keine PM schreiben, weil er dich blockiert hat. Beziehungsweise, weil du nicht sein Freund bist. Er ist bei Hard Edge Online. Ja, ich kann ihn aber auch nicht schreiben. Keiner kann ihn anschreiben, wenn keiner Freund von ihm ist. Dann soll er mal zusehen jetzt. Vielleicht schreibt er gerade was im Thread. Ja, sonst schreib du, dass wir auf ihn warten. Ja, zu sehen soll. Naja, das wird nicht viel bringen, glaube ich. Ja, wenn er online ist, haben wir das gesehen. Ja, gut. Direkt mal den Harten raushängen lassen. Cray Breezy, bitte melden, in 2 Minuten bist du raus. Ja, nicht so. Wen könnte man noch fragen? Ja, dich. Aber du willst ja, ich kann ja. Ja, wie soll ich denn spielen? Genau. Du holst einen Stick und wir spielen offline. Ja, ich hab keine Lust. Ja, das ist schlecht. Eine Minute. Ich geb mir sonst wirklich einen Free Win.
Ja, tut mir leid, Thomas, das kann ich jetzt nicht mehr ändern. Ich mag es auch nicht. Das ist außerdem nicht schon Lithium, sondern hier, wie heißt es? Von der Stage. Oder wir machen erstmal so, wir können ja erstmal Struck gegen Goldstone spielen lassen. Ist natürlich eigentlich nicht das, was wir machen wollten, aber vielleicht nee, kann es sein, dass er sich. Nee. Ist der nicht denn Ortmann ist noch nicht da? Ist noch nicht da. Deswegen. Nee, ich möchte jetzt nicht in das Bracket schon reinsteigen. Also. Ja gut, also entweder wir machen es jetzt konsequent und sagen, okay, du bist jetzt qualified, weil du dich nicht gemeldet hast. Oder. Ja, oder wir machen es halt so, dass ja, wir Sturm gegen Goldstone erstmal spielen lassen und er dann sozusagen noch ein paar Minuten hat. Ja, das ist eine Idee. Ja, das können wir so machen. Also würde ich auch sagen. Ja, dann machen wir das doch so. Dann spielt jetzt erstmal Struck gegen Goldstone. Ja, eben. Also wenn Orkan ist auch noch nicht da. Orkan ist auch noch nicht da. Der müsste auch gleich da sein, hat der. Ja, dann kann ja erstmal gegen Goldstone gespielt. So richtig geschrieben, denke ich. Ja, ne? Nein, die nicht. So, dann ich lade euch nochmal ein, Leute. Dann machen wir das jetzt so, wie wir das gerade gesagt haben. Und zwar, jetzt spielt erstmal Struck Thomas gegen Goldstone. Und dann hat noch Craig Breezy Zeit natürlich sich zu melden. Wenn er sich bis dahin nicht meldet, nachdem das Match vorbei ist, dann. Hat er vielleicht noch Zeit, um das Match von Outlaw zu warten, aber wenn er dann spätestens nicht gekommen ist, dann ist das. Ich möchte jetzt auch nicht jetzt unendlich lange hier das hier. Ja, genau. Das ist ja nicht der ganze Sinn der Sache. Ich meine, ich habe zwar bis 22, 23 Uhr geplant, aber wenn es schneller geht, natürlich besser, ne? Ja. So, Goldstone, du bist wieder dran. Das wird ein geiles Match. So, alles klar. Dann kann es jetzt schon mal ein bisschen weitergehen. Nee, Thomas, nee, ihr spielt jetzt erstmal euer Match und dann gucken wir weiter. So, dann, also ich denke, wir werden auch direkt loslegen. Destination confirmed. So. Alright. The battle has begun. Ich bin mal gespannt. Wie gesagt, also Cammy wird wahrscheinlich viel eher eine Antwort auf die Drop-Elbow-Drops haben. Das ist der erste. Oh, sehr schön. Hat er schon erkennt das Matchup ein bisschen, wie es aussieht. Oh, sehr schön. Na, guck, Backdash ist aber nicht schlecht. Man kann den Fuß auch nicht drücken. Oh, Setups. Gute Worte. Ja, Fokus Lower. Na, also, Goldstone kann auf jeden Fall noch. Locker holen, würde ich sagen. Doch, auf jeden Fall. Oh, genau. Sehr gut. Sehr gut. Nee, danke, pass auf, nur kann ich sprechen. Nee, Spaß. Also, ich wüsste jetzt wirklich nicht mit Boxer, keine Ahnung. Also, lass dir nichts an die Ohren schmeißen. Aber das war sehr schön gemacht von Thomas. Jetzt wird sich Goldstone auch erstmal zweimal überlegen, ob er einen Walljump macht soll oder nicht. Oh, gut geblockt. Sehr gut geblockt. Also, Goldstone hat auch Crotch-Tags macht er und Stand-Tags. Also sehr gut, dass er schon mal die Unterschiede auch kennt und weiß muss. Machen würde. Gestern. Das war böse. Oh, und das ist das dann. Ja. Well done. Wieso ruckelt der Stream? Keine Ahnung, ich hab nichts verändert. Ich kann dir nicht sagen, warum es ruckelt.
versucht mal zu refreshen. Also, wie gesagt, ich bin. Ja, wir haben nichts verändert eigentlich. Also, es müsste nach wie vor genauso weiterlaufen wie vorher auch. Habt ihr schon mal gerefreshed? Strange. Was ruckelt denn? Das Bild, der Ton, alles. Keine Ahnung. Also, wie gesagt, wir haben nichts verändert und. Ruckelt das Bild oder ruckelt der Stream? Ist das so laggy von der Connection her? Hast du eben eine Dia-Show gehabt? Also an unserer Connection würde ich jetzt nicht wirklich sagen, weil wie gesagt, wir haben nichts verändert und keine Ahnung. Bild hängt. Ja, shit. Strange. Ja, ich kann jetzt leider nicht abbrechen hier. Ja, wir warten erstmal ab. Wir gucken mal gleich nach diesem Match. Wir müssen jetzt einmal euch noch bitte. Also, wie gesagt, ich kann nur sagen, refresh den Screen, versuch es zu refreshen. Also, man merkt aber auch, dass. Ja, aber da ist es nicht zusammen. Also, es lag doch unter den beiden, glaube ich, ein bisschen. Aber es hängt nicht damit zusammen, wie der Screen. Oh, das war das Wasser? Das ist geil. Bitter, ganz bitter. Stun ist nah. Ah, das hätte er punishen können mit dem Slide-Dingsbums. Jetzt genau, jetzt muss ich das schon aufbauen. Ja, sehr schön. Das war. Oh, das war so ein Meeting. Oh, misst er seine Confirm, aber. Ach, was ist denn jetzt los? Ja, das geht ja gar nicht. Oh, das macht so viel Schaden, ey. Kann ich glauben, das war's. Schuss! Wie gesagt, beim Stream können wir jetzt leider nicht so schnell ändern. Also, tut uns wirklich leid. Ich hoffe, Goldzorn macht es nicht immer ein bisschen. Oh ja, schöner Dump. Ja, ein normales Q. Kriegt den Jumping trotzdem? Was heißt denn? Also, er hätte das auch so punishen können. Sollen. Moment. Schön. Schöner Packer. Muss ein bisschen respektieren nochmal. Ey, dieser. Wenn ich das sehe, dann kotze ich schon. Wenn ich Crouching Low Kick von Guy sehe, dann denke ich immer so. Fick dich. Arschkopf. Crouching Low Kick ist so immer echt lieben, ne? Ja, ja. Das ist normal. Aber ja, gut, wenn es funktioniert, dann just do it. Ist egal. 1-1. Hat sich schon was verändert am Stream? Stockend, nicht stockend. So, Orca müsste jetzt auch wieder da sein. Aber oh, das wäre cool, wenn er gleich online kommt, dann können die weiter spielen. Ja, Mantelchen, sehe ich auch so. Weg damit. Wenn es hektisch wird, ruckelt. Komisch. Ich guck mal gerade, ob wir Frames droppen. Also laut XBit haben wir nur 3 Frames gedroppt. Also das muss ans Twitch liegen. Mein Bild bei XBit läuft auch einwandfrei. Also ich weiß es nicht, was es hier wirklich sein kann. Oh, schön, natürlich. Ich schicke jetzt mal alles auf Twitch. Wie gesagt, wir haben nichts verändert. Das Bild bei mir bei XBit läuft auch einwandfrei. Das war eben aber ein Rest-Effekt. Goldstone. Kann man nur wegkommen. Ich glaube, gleich kann er viel mehr rausholen. Das ist auch interessant, ey. Wenn du es mehr relativ blockst, du den ersten Hit, aber du bist im zweiten Hit auch. Ja, ja. Oh. Und jetzt aber. Ja, verfehlt komplett den Punish. Komplett ist es auch. Okay, die ganze Möglichkeit von Goldstone springt wird wahrscheinlich. Okay, ich würde sagen, Thomas wieder runter. Spielt schon noch leiser. Ja, ich meinte mal ein kleines bisschen, kann ich zwar noch leiser machen, aber ich denke, das liegt wie gesagt an dem Mikro, dass das, weil wir so weit weg davon sind und das geht halt nicht besser. So. No respect. Uppercut. Echt eben noch im Fall.
beide kontrahieren. Aber das muss jetzt aber vernünftig. Ja, das muss ja langsam auch mal treffen jetzt. Ne? Ja, aber mit Lights anzufangen bei dem, das weiß ich nicht. Halte ich nichts von, aber gut. Wenigstens etwas, ne? Würde ich sagen. Auch die Orkan ist auf mich angekommen. Schöner Backlack. Respekt. Oh, war das. Also, Kombo komplett verfehlt. Ja, Thomas auch viel mehr ausrollen. Ja, ja, genau. Was machst du denn eben? Mach das. Oh, oh, jetzt hat das. Oh, nee, was ist denn hier los, ey? Was macht ihr denn? Oh, Thomas, abgeben, Junge. Meine Güte, ey. Aber abgegeben, aber ich weiß es nicht, was da passiert abgegeben. Ist. Richtig abgegeben. Meine Güte. Ja, ja. Ja, hätte, hätte, Fahrradkette. Hätte, Fahrradkette. Zählt jetzt nicht mehr, hast verloren. Weg mit dir. Hau ab. Das falsche, links, falsche. Oh, fuck. Schade, ja, es ist halt so. Ja, ist Pech, Thomas, tut mir leid, ist halt so. Wir wollten halt schnell durchgehen und ist dann halt so. Musst du leider klarkommen. So. Also, Orca muss gerade noch so ein Verification machen. Was denn? Irgendwie Xbox Live Verification Stuff, deswegen ist er im Dashboard. Ja, ist egal, ich lade ihn schon mal ein, ja, er kann das ja dann sehen. Schon mal einladen. Und der Mantelchen. Der ist ja schon hier, ja, der, der war der schnellste. Jo. Ich könnte auch in der Zwischenzeit einmal kurz den Stream neu starten, vielleicht bringt das ja was. Ich weiß es nicht, aber ich versuch's einfach mal. Ich gebe gerade mal die Sachen ein hier. Die Lobby bleibt ja offen, das macht ja nichts. Ich starte gleich mal den Stream neu. Gegen Orkan, ne? Ich glaube, so, der, ne, hätte gerne, wenn du Cruster vorschreibst. Das juckt mich nicht. Ich habe bei allen jetzt ein Game Attack genommen. Nee, Thomas, also ich wollte das erstmal probieren, wie das so ist. Keine Ahnung. Sonst wollte ich es eigentlich, je nachdem, wie ich Zeit habe. So alle zwei Wochen. Spätestens alle zwei Wochen. Einmal die Woche wäre schon cool. Also, wenn das wirklich so schnell läuft wie heute auch, dann, also, dann ist natürlich geil. Also, dann geht es schnell, da kann man mal so einen Abend auch so chillig so ein Turnier machen. Das ist doch ganz cool. Also, dann kriegt man zumindest auch mal diese Turnier-Dingsbums halt. Wie nennt man das immer? Erfahrung, sag ich. Ich sag mal einfach Erfahrung. Ist mir scheißegal. Ja, dass man das einfach mal so ein bisschen reinkriegt. Aber jetzt starte ich erstmal den Stream neu. Wir sind gleich wieder da. Auch wenn es jetzt gut läuft, ist mir egal. Ich mach's einfach.